Die Menschen nehmen mitunter eine weite Anreise nach Köln in Kauf, um ihre Raritäten schätzen zu lassen. Und alle wollen die Händlerkarte. Wie auch der 14-jährige Leon Hartmann aus Niedersachsen. Er möchte lieber ohne seine Mutter verhandeln. Die Tankstation habe ich von einem guten Bekannten, aber in mein Zimmer passt sie nicht so wirklich rein. Und dann dachte ich, ich verkaufe sie lieber, damit sie wieder irgendwo hinkommt, wo sie geschätzt wird. Mein lieber Sven, darf ich dir meinen neuen Freund vorstellen, Leon? Hallo. Das ist der Sven. Ja. Hi, Leon. Leon hat dir was ganz Fantastisches mitgebracht und ich finde es sensationell, Leon ist alleine hier, ne? Ja. Du wolltest halt auch alleine? Ja. Ohne Mama, ohne alles? Ja. Warum? Weil ich schon öfter mal auch sowas wie einer Bühne war und... Ach, du bist ein... Ja? Erzähl. Ja, ich durfte schon mal einen Zirkusclown einmal Wasser ins Gesicht kippen und sowas. Das wollte ich immer mal machen, aber keinen Zirkusclown. Das heißt, du bist eine Rampensau. Ja, ist halt ganz lustig. Fernseh oder mehr Theater? Halt alles so, was Spaß macht und so. Ach, da gibt es viele Sachen. Ja. Ja, das wirst du auch noch lernen. Ja, hoffentlich. So, und wie kommst du an diese schöne Tankstelle? Ich habe die von Bekannten geschenkt gekriegt und die ist von 1955. Da hast du schon mal wieder ein bisschen einen Job gespart. So, und warum hast du die geschenkt bekommen? Weil der Bekannte hat die halt nur im Keller stehen und da staubt es halt noch ein und der hat mir die halt gegeben, damit ich sie irgendwas halt mitmachen kann. Eine wunderschöne Tankstelle. Ja, das ist von Schuko, eine Varianto-Tankstelle mit der Modellbezeichnung 3055. Die Varianto, das war eine Bau- oder eine Bahn in Steckbauweise, wo du dann die Autos drauf fahren lassen konntest. Gebaut wurde dieses Modell wirklich zwischen 1955 und 1960. Diese Tankstellen, das war so das erste Spielzeug, was in der Mischbauweise hergestellt worden ist. Also Kunststoff und Blech, lithografiertes Blech. Es war nämlich so, dass das Spielzeug davor wirklich tatsächlich fast nur aus Blech gefertigt worden ist. Und das waren so diese ersten Stücke, die dann diese Mischbauweise hatten. Sie ist recht schön, sie ist aber nicht selten. Die Glühbirne, funktioniert die noch? Wir können sie gern mal testen. Bist du den ganzen weiten Weg mit dem 9-Volt-Block hier hingereist? Genau. Ja. Die heutige Jugend steht mehr auf Elektro, ne? So. Bitte schön, junger Freund. So. Sie funktioniert? Jo. So. Ja. Zu dieser Variantobahn gab es auch noch einen Trafo, den man dazu kaufen konnte. Wie du auch hier auf dem Bild siehst. Ja. Toll. Und damit wurde dann halt alles angesteuert. Was hättest du gern? Ich hätte gern 175 Euro. Schweigen. Stille. Wie kommst du denn darauf? Ja, Was willst du jetzt kaufen für 175 Euro? Ich hätte gern ein Fahrrad. Ein Fahrrad? Ja. Und das, was du dir ausgesucht hast, kostet 175 Euro. Oder fehlen dir noch die 175 Euro? Also mein Traumfahrrad würde 4.500 Euro kosten, aber... Gott sei Dank bist du bescheiden. Ja. 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 Ich lass mich halt auf das ein, was es hergibt. Gut, und da fangen wir doch einfach mal unten an. Wie wär's mit 5 Euro? Also, ganz realistisch betrachtet, Leon, sind 175 Euro tatsächlich viel zu hoch angesetzt. Also diese Tankstelle, die findest du noch häufig. Schön ist es halt, dass du die Originalverpackung dabei hast. Aber ich denke, dass so zwischen 70 und 100 Euro schon sehr, sehr gut wären. Was sagst du jetzt? Ich guck mal so was an die Verhandlungen. Hergeben. Okay. Aber die Verhandlungen, gut, dann brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Du kriegst auf jeden Fall die Händlerkarte, weil du bist so ein Dorner. Jetzt ohne Quatsch. Leon. Gut, das krieg ich schon hin. Zieh durch. Ja. Zeig's den Jungs, knöpf denen die Kohle ab. Danke. Bitte schön. Und Hände tschüss. Aus der Tasche. Tschüss. Kurz vor dem Verkauf habe ich mir jetzt überlegt, alles nochmal aufzuzählen, was diese Schoko-Tankstation alles hat. Und dann habe ich mir erhofft einen Preis zwischen 150 und 175 Euro. Kein Zögern. Leon ist bestens vorbereitet. Hoffentlich kann er die Profis wirklich durch sein Verhandlungsgeschick überzeugen. Der Junior, grüß dich. Ja, ja, guten Tag. Der grüne Bursch daher. Was hast du uns da mitgebracht? Ich habe eine Schoko-Tankstation von 1955 mitgebracht. Stell dir mal vor, das ist ein bisschen Geld dafür, ne? Ja. Geil, jetzt warten wir mal, schauen wir mal, was die Herrschaften sagen. Schoko-Tankstelle. Hochinteressant, original.
Top unbespielt. Ja. Ja. Funktioniert auch noch. So richtig überzeugt wirken die Händler jedoch noch nicht von Leons Tankstation. Die ist hübsch, aber die hat man schon öfter produziert. Also ich habe sowas schon mal gesehen, das ein oder öfteren Male. Ja, da haben wir Selektor, ja. Schön. 55er Jahrgang, ich gebe mal 55 Euro. Da habe ich mir aber sehr viel mehr erhofft. Ja, für 55 Euro kriegst du ein paar schon. Das freut mich. Zeigst dir die Burschen mal, wie man Geld macht. Du bist so jung. Nein, weil du bist die Zukunft von den Sammlern. Beim Doppelten würde ich mir vielleicht schon mal was überlegen. Aber auch nur vielleicht. Lumpi, pass auf. Wir zwei machen einen Deal. Ich schieb dir einen Huni und dann ist die Tankstelle aber viermal bezahlt. Das klingt schon etwas besser. Ne? Das meine ich aber auch, mein Freund. Aber nur wenn etwas. Wenn die jetzt noch was sagen, dann drehst du dann in der Hals rum. Das ist ein stabiler Bursch. Ja. Der soll von mir 110 kriegen. Ja, Waldi. Boah, das sind die Bayern-Männer. Hast du vor, in der Zukunft auch einmal hier zu sitzen? Ich glaube, du würdest ein gutes Bild abgeben. Wenn es sich lohnt. Wenn es sich lohnt. Sehr schlagfertig, sehr schlagfertig. Das ist die Zukunft der Sammler. Wenn du sammelst, diese jungen Leute brauchen wir, dass Nachwuchs kommt. Zeig mir mal die Tankstelle. Ich habe 100 geboten. Ich habe die Tankstelle noch gar nicht gesehen. Ludwig hat 110 geboten. Ja, ich weiß. Er konnte es wieder nicht sein lassen. Ich kann sonst auch nur zeigen, dass er geht. Nee, das glaube ich dir. So viel Vertrauen habe ich zu dir. Tja, was machen wir jetzt? Du brauchst so lange, hey, du bist so zögernd. Ich war am Überlegen, ob ich noch 5 habe. Ich habe aber keine 5. Ich meine, mit 5 fangen wir da jetzt nicht an. Der Bursch 120. 130. Du musst nur warten. Jawohl, jetzt komm. Wohin? Man kommt langsam näher. Was wolltest du haben? 150, ne? Das war ja dein Traumgebot, ne? Ja, irgendwas so zwischen 150, 175. Ja, du bist ein guter Mann. Ja, du 5 haben wir nicht, also 180. Du magst bei mir mal die Lehre. Geh's hoch und dann gibt's Geld. Komm, scheiß auf die Kohle. 150, dass der Junge sie ja kriegt. Du, der die Song. Gib's ihm. Ich wusste. Mach's keinen Fehler nicht. Lucky, du bist doch ein wahrer Freund. Ja. Hör mal, der hat dir jetzt locker einen Fuffi gebracht. Mit dem kannst du auch noch Danke sagen. Danke. Bitte. Er gibt so gern anderes Geld aus. Komm, aber du hast es verdient. Danke. Jank noch bei dem Mann da, der hat dir noch einen Fuffi geschert. Danke für den Fuffi. Mach's gut, mein Freund. Gell? Und sammelt weiter. Lass den Bögen gehen. Dann meinst du wieder bei uns. Ist er nächstes Jahr auch noch da? Hoffentlich. Ja, ich hoffe. Tschüss. Okay, hoffentlich. Ich hoffe schon. Ich hoffe auch. Ja. Gerade bei so jungen Leuten, wir bezahlen so viel Geld für manchen Schrott hier. So, dann soll so ein Junge wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Deswegen habe ich 100 Euro geboten. Dann hat der Ludwig mir natürlich wieder in die Karre gepfiffen und hat noch einen Fuffi rausgelockt. Also die Tankstelle ist dreimal gut bezahlt. Wir hatten aber trotzdem Spaß. Also um die 150 tut's mir nicht leid. Leon, wie ist es gelaufen? Sehr gut. Was heißt das? Ich habe den Betrag gekriegt, den ich haben wollte. 175? 150. Von wem? Wer hat das gemacht? Den ganz Linken. Ganz Linken? Der Eifler. Nein, Walter? Und der Bayer. Du bist ein Spitzentyp. Du hast das erste Mal die zwei gegeneinander aufgespielt. Ich bin stolz auf dich. Auf das neue Fahrrad. Leon, komm gut nach Hause. Gut. Und hoffentlich kommst du bald wieder. Danke, gleichfalls. Tschüss.